2, 3. Maritima geht es ja in Hamburg nicht, ne? Also wenn man Konzerte sehen will. Für alle Hamburger ist das was, ein ganz besonderer Ort. Es fehlen immer noch 25.000 Euro zur finalen Rettung. Vollgas. Ich weiß nicht, wann das das letzte Mal war. Am Kirchenpower Kai in der Hamburger Hafen City ist die MS Stubnitz das einzige dauerhaft festgemachte Schiff. Baujahr 1964, früher Teil der DDR-Fischfangflotte, heute als Kulturschiff von einem Verein betrieben. In dieser Saison müssen Stefan Hangel und die anderen Aktiven 111.000 Euro auftreiben für den Erhalt des Industriedenkmals. Dass wir neben dem üblichen Kulturbetrieb mit Konzerten, Performances, Clubbing, Partys und so weiter halt eben auch eine fette Instandhaltung vor uns haben. Klasseerneuerung heißt, wir müssen durch den TÜV, wie bei einer Karre, nur halt ein bisschen schwerer und größer und ein bisschen aufwendiger. Und das ist halt so ein Doppelprogramm, also wir haben jetzt eigentlich schon mit einem Programm gut ausgelastet, jetzt haben wir so ein zusätzliches Add-on und dazu muss man noch die Finanzierung stemmen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der das seit 34 Jahren bespielt. Es gibt keine Rücklagen. Die gab es noch nie, die wird es wahrscheinlich auch nie geben. Also wir leben immer Kante, Kante, Kante. Und deswegen brauchen wir die Hilfe von Freundinnen, von Netzwerk vom Schiff, von Geldgeberinnen und sind ganz guter Dinge, dass das bis Oktober wieder mal klappt. Die MS Stubnitz ist Hamburgs größter schwimmender Konzertsaal für bis zu 700 Besucher. Viermal ausgezeichnet mit dem Kulturpreis Spielstätte des Jahres für herausragendes Live-Musikprogramm. Bund und Stadt fördern Instandhaltung und Reparaturen jetzt mit 520.000 Euro. Vor dem großen Werftaufenthalt erledigen die Ehrenamtlichen am Kirchenpower Kai, was sie mit Bordmitteln selbst machen können. Was denn? Nächsten Monat fahren wir los, in 4 Wochen. Marc Krämer, den alle hier nur Plexe nennen, war vor 6 Jahren auf einem Konzert zu Gast an Bord, ist geblieben und packt mit an. Ja, es ist halt vor allen Dingen der Aspekt, dass wenn wir die Klasse nicht bestehen, dann können wir das ganze Projekt nicht mehr weiterführen. Das ist also für uns überlebenswichtig, dass wir das hinbekommen. Da arbeite ich seit 6 Jahren dran, dass das endlich mal wieder losgeht hier. Und ich habe schon ein paar Fahrten mit dem Schiff mitgemacht, aber noch nicht über die Distanz. Es geht darum, dass man auch wieder woanders auch veranstalten kann. Und das ist eine super Sache. Ich freue mich da sehr drauf. Martin Salzwedel, Sully genannt, ist seit 2012 an Bord, hat große Turns der Stubnitz mitgemacht, nach London und Dünkirchen. Der studierte Schiffbauer bereitet den Werftaufenthalt vor und koordiniert die Instandhaltung. Also wir verladen ja immer noch so Bandequipment und Maschinenzeugs und Material für so Stahl und sonst was. Immer noch mit dem originalen Kran und da funktioniert jetzt der höchste Gang nicht. Hier ist es rausgeflogen und was ich einfach nur noch mal angucken wollte, ist diese Winkel, in denen das hier aufgeht. Das Schwierigste sind halt die Details, ne? Das sind einfach so viele Kleinigkeiten wie sowas hier. Das baut ja kein Mensch, ne? Also diese ganzen Sachen, die wir machen, das macht ja keiner. Also ich habe viele Unternehmen gefragt, ob die nicht sowas irgendwie mal irgendwie fräsen können und die waren so, ja, schick uns mal ein 3D-Modell und dann können wir mal vielleicht mal gucken. Also ja, habe ich nicht. Das kann man halt nicht kaufen, sowas. Was ich mich auch gefragt habe, ist, ob die Verzahnung genau an den Stellen sitzen soll, wie sie hier auch dran steht. Oder Mascha studiert Maschinenbau, ist auch nach einem Konzert hier hängen geblieben. Also es ist ein verrücktes, großes Projekt mit sehr, sehr, sehr viel Arbeit, mit sehr, sehr vielen Herausforderungen. Und dann diese Herausforderungen heranzugehen, zu schauen, wie kann man das gemeinsam lösen, das ist das, was ich hier so als Spirit wahrnehme. Hardcore-Punk, Elektro, Metal, experimentelle Musik, das passt nicht jedem hier in der Hafen City, so die Erfahrung der Crew. Da wird gentrifiziert nachgebaut, was Lautes muss gehen. Wir waren jetzt hier in Hamburg lange 600 Meter da weiter hinten. Da wurde dann halt, war eigentlich Brachland, da war nichts. Dann hat man angefangen, die Häuser zu bauen, zogen die Leute ein und ab dann gab es massenweise Lärmbeschwerden. 6 Jahre macht die Stubnitz in Hamburg schon Kulturprogramm, als 2019 erste Nachbarn einziehen in die Neubauten am Kirchenpower Kai.
alte Gangway und neue Musik zu laut. Der schwimmende Club muss umziehen. Ja, moin. Ich wollte Bescheid sagen, wir verholen einmal in den Leinen an der Kirchenpowerkaie 500 Meter in etwa voraus. Vor einem Jahr geht die Odyssee der Stubnitz weiter. Achter, spring fest! Aber auch am neuen Liegeplatz an den Elbbrücken baut ein Investor fast 600 hochwertige Wohnungen in doppelter Wasserlage. Das hier ist noch ein Baufeld, aber man kann auch einfach an den Zaun schauen, was da gebaut wird. Im Rhythmus der Stadt, Puls, Tide, das wird, wenn es gebaut wird, ein Luxus-Apartment, das direkt vor der Türe liegt. Da braucht man, kann man eins und eins selber zusammenzählen. Bis Ende 2026 darf der schwimmende Musikclub hier bleiben, so der Vertrag mit der HafenCity. Größter von vier Veranstaltungsbereichen, der ehemalige Kühlraum. Wo früher 1000 Tonnen Heringe lagerten, macht Tontechniker Felix Stockmar heute den Soundcheck für ein alternatives Kulturfestival. Mit drei Künstlergruppen aus Argentinien und Großbritannien. Mal Metal, mal Hardcore, mal Punk. Ich habe schon ein Barockkonzert irgendwie auf dem Tunnel gehabt, wo jetzt gerade die Roboter rumliefen. So. Bis hin zu solchen Performance-Geschichten, die unter Umständen auch noch extremer sind und alles dazwischen. Welcome to Upstream Number 6. Tonight Holy Hunter und Forgetting Vocaler and Iceborne Island. Poesie, Klangkunst und queerer Rap ziehen Anfang Juni 50 Besucher in den Schiffsbauch. Die Stubnitz ist Szene bekannt für ihr kosmopolitisches Nischenprogramm, nicht selten auch für Obskures. Holly Hunter kommt aus der Nähe von London. It's amazing. It's like such a impressive space. Es ist erstaunlich. So ein beeindruckender Raum. Eine echte Überraschung, wenn du hier reinkommst. You know, you're in this like industrial kind of club feeling space. Places like this, you don't really get them in London. Orte wie diesen gibt es nicht in London. This is amazing. Im Maschinenraum muss der alte Hafendiesel getestet werden. Gut, dann lass uns loslegen, ne? Der Sprithahn, der Haupthahn ist offen, den habe ich schon vorhin aufgemacht. Okay, gut, dann pumpe ich jetzt mal das Öl vor. Frank Windbiel hat gerade erst das Kühlsystem repariert, zusammen mit Felix Hof. Guckst du mal auf den Manometer, da müsste gleich was kommen. Ich muss noch ein bisschen. Es ist so, dass die Maschinen ja nur alle 3-4 Monate laufen. Wir sind das letzte Mal zum Hafengeburtstag gefahren, letztes Jahr, 23. Aber es bleibt nicht aus, dass mein Ventil kaputt geht oder dass irgendwas an den Motoren leckt oder undicht ist, wo man dann eben halt beheben muss. So, genau. Schalten wir mal ein. So, jetzt ist der Kompressor eingeschaltet. Fertig. Genau. Das ist halt jetzt auch spannend für uns. Wir haben viel in diesem Schiff gemacht, wie es dann so diese Fahrt übersteht, wie fit es dann auch wirklich ist. Ja, aber wir sind sehr gut gestimmt. Das ist ja gute alte DDR-Technik. Bis 1990 im Einsatz für den VEB Fischfang Rostock. Danach von einem Kollektiv umgewandelt in ein Kulturzentrum. Seit 2013 mit Liegeplatz in Hamburg. Einen Monat später, Anfang Juli. Heute soll es endlich zur wichtigen Werftüberholung nach Stralsund gehen, wo die Stubnitz vor genau 60 Jahren gebaut wurde. Die letzte richtig große Seefahrt für die alten Dieselmotoren war vor 11 Jahren nach Dünkirchen. Das tut den Maschinen auch sehr gut, wenn sie jetzt mal eine längere Zeit wieder laufen. Dann werden die wieder freier und dann können wir ja auch mal so den Allgemeinzustand besser beurteilen.
Für die Überführung zur Werft haben nur 5 von der Stammcrew die nötigen Papiere. Deshalb sind heute zusätzlich 9 Freiwillige an Bord. Alles Seeleute. Und gestern natürlich wieder spät. Ich glaube, bis 11 Uhr haben wir noch gelascht und alles klar gemacht. Und ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ne? Lotse ist schon an Bord. Das heißt, sobald die Gangway klar ist, kommen wir auch dann los. Kapitän heute, der Hamburger Kaspar Krüger. Dann gib mir gleich Bescheid, wenn die an Deck ist. Einmal ein Radio-Check, dass wir dann loslegen können. Starboard 4. Vier weg. Ist sehr windangriffsfällig, ne? Ja, ach, dann Tiefenwasser vorne, nicht viel. Ja, und dann natürlich die Aufbauten, also windanfällig ist ein Segelschiff. Südostwind, Stärke 5. Sicherheitshalber muss Schlepper Favorit unterstützen beim Ablegen. Standby an der Maschine. So, Ruder Backbord 20. Schlepper ist klar, soweit. Hier spricht. Maschine langsam voraus. Die Stubnitz ist breiter als 13 Meter. Deshalb ist ein Hafenlotse Pflicht. Mitschiffs! Zu mehr. Mal schauen, wie vorne landet, dass wir rechtzeitig zurückgeben. Ja. Bruder Mitschiffs! Obwohl das Dock in Stralsund noch belegt ist, fahren sie heute schon los. Die meisten Seeleute und auch einige Freiwillige haben nur am Wochenende Zeit. Die ganzen Absprachen mit der Werft, Baustellenplanung und dann gestern halt dieses ganze Laschen festmachen. Gerade nach dem Stress der letzten Tage ist jetzt auch mal so schön, was davon zu haben. Das ist schon schön. Der junge Kapitän Kaspar Krüger macht gerade seine Ausbildung zum Lotsen. Wir brauchen als nächstes Steuerbord, 2 Meter über Wasser, die Lotsen weiter. Alles leer. Keiner will Fischbrötchen essen um die Zeit. Lang nicht mehr hier durch die Heimatstadt gefahren. Ja, das ist schön. Ja, insofern. Sonnenschein, ja. Das ist schon was Besonderes, ne? Wenn man hier aufgewachsen ist, das Revier mal vor der Nase hatte, das mal hier durchzufahren. Klar. Jetzt laufen wir erstmal so mit 8 Knoten runter. Wir laufen gut. Wir laufen schnell mit dem Wasser nach Brunsbüttel. Heute Abend ist Südwest 7 vorhergesagt, in Böen 8. Die alte Maschine muss durchhalten, auch bei Schlechtwetter auf der Ostsee. Deshalb am besten sofort einen Sicherheitstest, schlägt Frank vor. Wenn die Maschinen sich bei 80, 85 Grad einpendeln, ist das Schilo. Ja, machen wir. Dann wissen wir, dass wir in der Ostsee, wenn wir es brauchen, abrufen können. Voll in meinem Sinne. Ja? Vollgas. 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 Ja, wir sind sowieso ein kleines bisschen hinterher mit der Schleuse. Ja? Dann fahren wir jetzt mal eine halbe Stunde Vollgas. Gucken, genau. Was die alte Lady so, genau, ne? So zusammengestottert kriegt. Alle Kraft voraus, ja, da bin ich dabei. Das kann ich ja nicht machen, dann kann ich ja nicht schlafen gehen. Ich kann das doch nicht verpassen, das ist eher der Punkt. Ach so. Vollgas. Weiß nicht, wann das letzte Mal war. We'll be right back.
eigentlich heißt es ja Hebel auf dem Hebel, ne? Hier. Ja, genau. Das ist ein Test. Da die Maschinen ja schon längere Zeit nicht mehr unter Volllast gelaufen sind und eventuell wir in der Ostsee vielleicht schlechtes Wetter erwarten können, dann müssen wir schon wissen, ob die Maschine voll abrufbereit ist. Und das lässt sich natürlich jetzt bei ruhigem Wasser elbabwärts sehr gut testen. Fast 13 Knoten. 2 Tage würde die Überfahrt nach Stralsund dauern, wenn die alten Hauptmaschinen durchhalten. Gut angekommen. Vor 60 Jahren war genau hier auf der Werft Kiellegung. Unter anderem müssen marode Stahlplatten ersetzt werden, auch im Kettenkasten. Der Hamburger Werner Gottschalk war früher Schiffbaumeister auf der Norderwerft. Jetzt beaufsichtigt er die Reparaturarbeiten. Abziehen. Die Ankerkette ist ein Kettenstopper, verriegelt. Also, und er zieht die Kette ein bisschen ab, um an diese schadhafte Platte ranzukommen. Auf der Norderwerft am Reiherstieg fand 2019 auch die letzte große Instandsetzung statt. Diesmal war das Angebot aus Stralsund besser. Für das Schiff und für die Stadt ist das ja gut, dass so ein altes Schiff und dann auch zum Jubiläum, zum Heimathafen kann man sagen, zurückkehrt. Na gut, wir als Hamburger hätten das auch gerne auch in Hamburg gehabt, das Schiff. Werner lässt nichts kommen auf die jüngeren Ehrenamtlichen, auch wenn er mit deren genderfluiden Kultur im Schiffsbauch oft nicht viel anfangen kann. Ja, ohne diesen wäre das Schiff in den Hochofen, da wäre eine Türkei im Ofen gewesen oder so. Ne? Also die haben das schon richtig gemacht. Ne? Also, da muss man Respekt vor haben, was da gemacht wird. Ne? Die Welle steht nicht richtig. Bevor der Propeller gezogen wird, sind hier Muskeln gefragt. Nicht ganz so live bei so einem kleinen Boot. Wir sind durchaus noch 4 Personen für notwendig. Ja, das gehört auch dazu, ne? Man muss auch manchmal ins Schwitzen kommen, ne? Ist ja nicht immer nur rumpinseln hier, sondern man muss immer anpacken können. In dem Bereich sind mehrere dünne Stellen und das ist auch ganz achten ist ja bei uns Tank 26. Sully zeigt dem Projektleiter der Werft die größten Baustellen. Die anderen beiden Sachen sind in den Seekästen im Maschinenraum. Von außen sehen? Von außen zu sehen oder nicht? Ja, halbwegs. Also man erkennt das Problem von außen. Nach 5 Jahren ist die Stubnitz zum ersten Mal wieder aus dem Wasser. Sully rechnet allein mit Werftkosten von etwa 180.000 Euro. Wo man halt gar nichts mehr sieht, da sind die Seitenränder auch nicht mehr gut. Da muss man irgendwie an die Seiten mit den Tanks ran. Von außen würde man sowieso nichts sehen. Wenn, dann rostet das von innen durch. Also ist so, weil das hast du Bereiche, die sind schlecht zugänglich. Und da kommst du auch nicht ran zum Konservieren. Also 2 Wochen Werftaufenthalt sind geplant. Länger darf es nicht werden, denn danach wollen sie noch 9 Tage Kulturprogramm machen im Hafen von Stralsund, um endlich wieder Geld zu verdienen. Die Liegezeit im Stadthafen ist begrenzt. Also wenn das hier zu lang dauert, dann lohnt es sich quasi gar nicht mehr aufzumachen wegen Auf- und Abbauen und so. Das muss schon laufen, sonst ist es blöd. Reparaturen abgeschlossen, Schiffstüff bestanden. Doch plötzlich ist die Hebeanlage auf der Werft defekt. Ungewollt 10 weitere Tage auf dem Trockenen. 14 Veranstaltungen in Stralsund fallen aus. Mitte August. Heute soll die Stubnitz endlich nach Hamburg zurückkommen. Sie wollen so schnell wie möglich wieder Kultur machen in der Hafencity. Bis Anfang November müssen sie 111.000 Euro zusammenbekommen. Die Fördergelder von Bund und Stadt fließen nicht ohne diesen Eigenanteil. Es fehlen aber noch 28.000 Euro. Ein 1000 Freiwillige wollen beim Anlegen helfen. Darunter auch Wick und Flicke. Bitte.
Das ist halt das Tolle an der Stubnitz. Es ist wirklich ein Ort, wo echt tolle, echt unterschiedliche Menschen zusammenfinden. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen aus. Ja, alle haben irgendwie Lust anzupacken, Dinge zu tun und gemeinsam was zu gestalten. Das Schiff gibt den Leuten auch so ein bisschen was. Entschuldigung. Ihr wisst Bescheid, dass die Stubnitz hier gleich anlegt, ne? Naja, müssen wir selber wissen. Guck mal, jetzt guckt er doch noch mal. Drei neue Stahlplatten, der ganze Rumpf entrostet und frisch gestrichen. Die alte Lady, fast wie neu. So, komm. Wir gehen hier schon mal rüber. Wir gehen jetzt rauf, oder? Mhm. Viel Besuch hatten sie in Stralsund. Vor allem Neugierige von der alten Volkswerft und aus der DDR-Fischerei. Am Ende war es echt eine super schöne Zeit. Also Stralsund hat uns richtig gut aufgenommen. Die Werft hat auch alles gegeben, auch wenn es da eine Verzögerung gab. Aber am Ende hat es dann doch noch geklappt, dass wir ein paar Tage veranstalten konnten im Hafen. Bordkräne, Ankergeschirr und Propeller sind gewartet. Die Stubnitz ist seetauglich. 45 Stunden haben Kapitän Kaspar Krüger und seine Crew gebraucht für den Turn über Ostsee, Kanal und Elbe. Man merkt natürlich einen frischen Anstrich, man merkt, dass sie gut läuft, man merkt es an den Verbräuchen. 20 Tonnen Diesel haben sie von der Strehlerwerft als Spende erhalten. Das reicht für drei solcher langen Tagesfahrten. Aber erstmal bleiben sie an der Pier. Ein Teil der Crew geht jetzt erstmal in Urlaub und ein anderer Teil macht mit der Instandhaltung weiter. Aufklaren auf der Brücke. In 5 Tagen schon ist die erste Open-Deck-Veranstaltung. Ab sofort wieder jeden Sonntag am Kirchenpower-Kai. In Stralsund hatte Tontechniker Felix viel zu wenig zu tun. Tatsächlich für ein Konzert und einen Vortrag, aber das ist dann nur ein bisschen Unterstützung. Aber ein Konzert haben wir hingekriegt. Wo bei Events die Bar ist, lagern jetzt noch die Fahrräder und Motorräder der Ehrenamtlichen. Okay, beide hief. Feuerwaffe. 180 Kulturveranstaltungen in diesem Jahr. Das Booking dafür macht Stefan Hangel. Gestern, mitten auf der Ostsee, hat er das neue Monatsprogramm veröffentlicht, damit der Vorverkauf endlich wieder anlaufen kann. Einen Monat lang hatten sie fast keine Einnahmen. Wenn du nicht guter Dinge bist, dann brauchst du eh nicht weitermachen, dann macht es keinen Bock und dann wirst du schnell depressiv. So. Muss man sein, das wird schon werden. Sieht jetzt nicht schlecht aus, es braucht noch einiges, aber die Anzeichen stehen ganz gut dafür. Und in der Vergangenheit sah das oft schon deutlich beschissen aus. Nur noch 10 Wochen, dann müssen sie die 111.000 Euro Eigenanteil für Instandhaltung und Werftaufenthalt zusammen haben. Mitte September, nur noch 6 Wochen Zeit. Ein irisches Kulturfestival und ein Solidaritätskonzert für den Erhalt der MS Stubnitz. Gleich 2 Veranstaltungen sollen heute Abend hier stattfinden. Der Rost schläft nicht, scherzt Schiffbauer Sully. Über die Projektförderung vom Bund und der Stadt Hamburg kann er 14 Helfer bezahlen. Und die würde er am liebsten auch noch bis Ende Oktober behalten. Wir sind gerade dabei, halt rauszufinden, wie lange wir noch arbeiten können. Und das hängt halt davon ab, wie hoch die Werftrechnung so final ist. Das müssen wir jetzt irgendwie schnellstmöglich rausfinden. Und dann entscheidet sich eben, was wir machen können. Also man kann natürlich noch Monate arbeiten, aber so lange wird das Geld halt auch nicht reichen. Ich fände es mega cool, wirklich in den See zu stechen irgendwie und irgendwie rumzufahren. So, das wäre super. Aber ob das für nächstes Jahr umsetzbar ist, weiß ich nicht. Also das liegt einfach daran, dass es halt so viel Organisation braucht, dass man dann quasi nichts anderes nächstes Jahr machen kann. Mal wieder zum Hafengeburtstag. Tanzen an Oberdeck beim Feuerwerk.
noch ein frommer Wunschtraum. Jetzt stehen erstmal Frank Spilker und die Sterne am Kirchenpower Kai. Solidaritätskonzert für den teuren Schiffstüff. Die Band, alte Hamburger Schule-Heroen, will nachher unten im ehemaligen Heringskühlraum ihr neues Best-of-Album vorstellen. Eins, zwei, maximal drei plus du, ne? Ja, easy, das passt dann. Kriegst du von zwei Seiten. Ich sorg mal kurz noch zwei Leute zum Treppe drehen, oder? Ja. Ich glaube, das ist schon cool heute, sonst wird es doof. Die ersten Veranstaltungen sind schon gewesen, ja, dann ging es auch ziemlich direkt steil los. Wenn alles glatt läuft, dann kann ich auch genießen. Heimspiel für die Sterne, schon lange ausverkauft. Ein krasser Kontrast zu dem sonstigen Nischenprogramm der Stubnitz, aber mit Glück die erhoffte Rettung für den alternativen Musikclub. Das Plus des Soli-Abends geht als Spende in die Bordkasse. Ausverkauft, 400 Tickets verkauft im Vorverkauf und für beide Seiten guten Deal mit die Sterne und für Stubnitz eingefädelt. Ja, wird ein voller Abend, bestimmt intensiv und auch schön. Auch wenn die Hallen manchmal größer sind, letztendlich kommt alles von dieser Basis, wo Leute halt mehr oder weniger ehrenamtlich solche Läden hier schmeißen. Maritimer geht es ja in Hamburg nicht, ne? Also wenn man Konzerte sehen will. Für mich als geborene Landratte, ich glaube aber auch für alle, fast alle Hamburger, ist das was, ein ganz besonderer Ort. Das ist eine tolle Atmosphäre, ich liebe es hier. Die Sterne spielen heute hier, es ist eine Soli-Veranstaltung. Es fehlen jetzt noch für die letzten 6 Wochen knapp 25.000 Euro. Das will ich euch erzählen, damit ihr das euren Freundinnen, Freunden und Gönnerinnen erzählen könnt. Wir brauchen am letzten Meter noch mal echt gute Welle, damit das gut ausgeht so. Wir bauen hier noch weiter in der Zukunft. In diesem Sinne. Schiff repariert, TÜV bestanden, Kulturveranstaltungen laufen wieder. Hamburgs schwimmender Musikclub ist fit für die Zukunft. Ein Schiff muss fahren, sagt man so ganz platt irgendwie so. Das ist auch so. Wir sind jetzt für 5 Jahre ready, also allein von der Infrastruktur her. Wir haben die Lizenzen, wir haben alle Genehmigungen. Das ist nur eine Frage der Finanzierung und des Willens auf politischer oder wirtschaftlicher Seite. Wir sind ready. Auch wenn die Spendenkampagne Erfolg hat, die Suche nach einem neuen Liegeplatz für die MS Stubnitz hat schon wieder begonnen.